für das Gewinnspiel von euch. Das lief ja jetzt bis letzten Sonntag, das Gewinnspiel. Und ja, der Sonntag ist rum und ich habe mir gedacht, machen wir doch gleich mal die Auslosung, damit ich auch die Bücher hier weg habe und verschicken kann. Ich habe mir hier alle drei Bücher, die ganzen Teilnehmer alle aufgeschrieben und in diese Becherchen hier reingetan. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mal. Das erste von den drei Büchern war ja Monster Geek. Ich habe mir hier die Bücher mal aufgeschrieben, dass ich weiß, welches Becherchen welches Buch ist. Und das erste Buch war Monster Geek und ich schüttel noch einmal durch. So, und ziehe einfach mal einen Zettel. So, ich habe einen Zettel gezogen und der Gewinner ist Tina Schlegel. Ich habe sehr klein geschrieben auf die Zettel. Tina Schlegel, du bekommst von mir Monster Geek und ja, ich bräuchte deine Adresse. Die Adressen bitte von allen Gewinnern an meine E-Mail-Adresse. Ihr findet sie in der Kanalinfo. Ich schreibe sie aber auch unten nochmal in die Infobox, damit ich die Bücher dann auch gleich verschicken kann. Und ja, Monster Geek geht an Tina Schlegel und herzlichen Glückwunsch. Nummer 2 war die Seelenspringerin. Ich mixe nochmal hier. Ich will den Zettel. Ich habe die aber auch klein gefaltet, ey. Oh, jetzt kriege ich sie nicht auf. Und Gewinnerin von die Seelenspringerin, also ich würde mal tippen, es ist ein Mädchen, Chrissy M. Chrissy M. Kurz und knackig, Chrissy M. Also ich vermute, es ist ein Mädchen. Ich bräuchte auch deine Adresse, bitte. Und ja, herzlichen Glückwunsch, du hast die Seelenspringerin gewonnen. So, damit wären wir beim dritten und letzten Buch und das war Ein Käfig aus Rache und Blut. Und auch hier haben wir die Zettelchen. So. Oh, ist rausgefallen? Nee. So. Schraube eine Zettel. Und gewonnen hat Hot Kiss 15. Gott, habe ich aber auch kleine Zettel geschrieben, ne? Hotkiss 15, ich wünsche dir, wünsch dir alles Gute. Was erzähle ich denn da? Hotkiss 15, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein Käfig aus Rache und Blut gewonnen und auch ich bräuchte deine Adresse. Und ja, damit wären wir dann auch schon am Ende von der Auslosung. Das war es schon wieder von meiner Gewinnspielauslosung. Ich gratuliere den drei Gewinnern recht herzlich. Wie gesagt, schickt mir eure Adressen, dass ich die Bücher dann auch schnell verschicken kann. Und allen, die nicht gewonnen haben, seid nicht traurig. Ich mache irgendwann nochmal ein Gewinnspiel, dann habt ihr auch nochmal eine Chance zu gewinnen. Und ja, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.